Ich habe mich bei diesem Film so halbwegs in meiner Kindheit Flashback gefühlt, als ich noch halbwegs freiwillig mir irgendwelche Cartoons angeschaut habe. Und da wird es ja krass mit Körpern manipuliert. Die werden verbrannt, zerschnitten, gebrochen und dann ist alles wieder gut. Und dieses Gefühl hatte ich auch bei dem Film. Das fand ich aber nur bedingt witzig. Und was hat der Film sonst vom Humor? Ah, ich weiß, ich habe halt natürlich auch 70% der Witze nicht ganz verstanden. Ich habe verstanden, das sind Verweise auf andere Marvel-Filme, aber ich habe die nicht, ja, nicht geschaut, weil ich ehrlich gesagt keine Superheldenfilme mag. Ich fand es aber interessant, dass das davon zeugt, dass die Filme für dasselbe Publikum gemacht sind, welches ganz normale Marvel-Filme schaut. Und dabei sollen Leute sich ja freuen, der Tatsache, dass sie eigentlich bei anderen Filmen nur Bullshit sich anschauen. Was hältst du davon? Ja, das ist ja die zynische Prämisse dieses Films von Deadpool 2, steht ja dem ersten Teil dahingehend nichts nach. Also es gibt ja keinen Diskurs oder kein Problem darüber, dass ein Film oder in dem Fall eine Filmreihe, die etabliert ist, die geschaut wird, die beliebt ist, der auch eine Parodie erhält. Das passierte bei den Twilight-Filmen, das passierte aber auch schon deutlich früher und man kennt ja auch die Star Wars-Parodie Spaceballs von Mel Brooks, aber das sind ja Parodien, die außerhalb von dem eigentlichen Film, der parodiert wird, stehen. Man stelle sich einmal vor, Mel Brooks wäre engagiert worden von George Lucas, eine Parodie bei Star Wars zu drehen. Bei diesen Marvel-Filmen aber und Deadpool, egal welches Studio das jetzt produziert haben mag, am Anfang des Films steht Marvel. Ja, zeigt, dass es einen neuen Totalitarismus gibt in der Form der kulturindustriellen Unterhaltung. Das heißt, das gleiche Studio, die gleichen Leute machen die Filme, die sie als quasi Blockbuster etablieren. So sieht ein guter Film aus. Das sind die teuren, tollen Blockbuster. Und zugleich machen sie sich auch darüber lustig. Und das ist insofern zynisch, als dass in der Tat der Zuschauer, der Fan, der 100% der Witze versteht, dann eigentlich auch darüber lachen muss, dass er an sich ja sonst Filme schaut mit irgendwelchen albernen Menschen in komischen Kostümen. Und das macht der Film ja eigentlich einem bewusst. Denn Deadpool ist nur ein komischer Fritze in einem komischen Kostüm. Aber das sind sie ja eigentlich alle. Und das ist in der Tat zynisch, dass das so bedient wird. Und zugleich ist der Film aber erzkonservativ. Und das ist wirklich spannend, weil ja auf Deadpool das Label lasst, er wäre ja ein so innovativer, radikaler Anti-Held, so sagt man es zumindest, der ja die Regeln brechen würde, indem er ja erstens weiß, dass er ein Superheld ist, das heißt, er kann andauernd mit den Konventionen spielen, er kann seine Witzchen machen, er kann aus seiner diegetischen Welt und Handlung ausbrechen, er kann mit der vierten Wand brechen, etc. etc. Aber er ist in keinster Weise radikal, sondern er bleibt den Regeln des Hollywood-Kinos, in dem Fall des neoklassischen Hollywood-Kinos, vollkommen unterworfen. Er schafft es ja eben nicht, die Handlungen zu durchbrechen, indem er sie unterbricht. Er ist daran sogar mehr gebunden als eigentlich die ernstzunehmenden Superhelden, denn er erzählt ja, wie er es sofort zu Beginn des Films auch so schön ironisch sagt, eine Familiengeschichte. Also er muss in diesem Film sich läutern lassen, er muss den Weg zu seinem Herzen finden und das ist durchaus ernst gemeint. Also der Film kann so tun, als würde er alles ironisch sprechen. Aber Ironie ist in der Hinsicht eigentlich nur etwas für Faule oder für Dumme, mehr nicht. Und das heißt, dieser Film hat ernste Elemente auch in der Handlungskonstruktion, die nichts anderes aussagen, dass Deadpool eigentlich ein guter Bürger werden soll, der eine Familie braucht und der jemanden braucht, um den er sich kümmern kann. Das ist in dem Fall der Junge. Also der Junge, der ein Problem darstellt, weil er möglicherweise in der Zukunft schreckliche Gewalttaten begehen wird. Weswegen ja dann unser Bösewicht von Josh Brolin gespielt in der Zeit zurückreist, um das dann eben schon vorzeitig zu verhindern. Es ist so eine Mischung aus Looper und Terminator 2, aber das ist vollkommen irrelevant. Relevant ist, dass dieser Film sich noch nicht einmal traut, wenn er ja so tabubrechend ist, beispielsweise das Kind umzubringen. Oh, jetzt können wir alle aufschreien. Aber das ist in diesem Film nicht erlaubt. Es ist auch nicht erlaubt, dass Deadpool sagt, jetzt hören wir doch mal auf mit dieser ganzen langweiligen Geschichte, wir springen mal voran, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Im Gegensatz, oder besser gesagt, im Gegenteil. Er sagt, Achtung, jetzt kommt eine seltsame CGI-Action-Sequenz und dann kommt die auch. Also es wird ja noch nicht einmal damit gespielt, sondern es wird einfach nur gesagt, übrigens, jetzt kommt die Scheiße, die ihr euch immer gerne anschaut und dann kommt diese selbe Scheiße auch noch.
Also ich weiß wirklich nicht, was damit. Aber das ist ja nur ein Selbstentlassung. Dieser Witz ist ja nur Selbstentlassung. Lustig machen, darf sie aber nicht brechen. Selbstverständlich. Ich glaube, das ist. Also, so ist es gedacht, dass diese Selbstironie ist eigentlich eine ganz gute Verteidigungsstrategie. Richtig. Weil du kannst es nicht mehr kritisieren, die haben das schon vor dir kritisiert. Genau. Das ist ein vorgeschobenes Argument, eigentlich Narrenfreiheit zu genießen. Und zwar Narrenfreiheit, auf ähnliche zynische Art und Weise Geld zu verdienen. Und wenn dann das Sinister-Kino, und ich habe sie mitgenommen, davor noch diese lustigen 2D-Brillen verteilt, um darauf hinzuweisen, dass ja der Film jetzt offiziell nur in 2D ist und dass es ja auch viel cooler ist, dann sagen sie damit eigentlich nur, dass sie normalerweise ihre Filme immer schon in 3D zeigen, um das Publikum zu schröpfen finanziell und sich ganz und gar nicht drum kümmern, auch eine 2D-Version anzubieten. Das heißt also, dass selbst das Sinister als eine Art Kinokette macht in diesem selbstgefälligen Spiel mit. Und die Postmoderne hat die Ironie begraben und jetzt wird sie immer noch als Schild hervorgehoben, aber in dem Fall nur noch als ein Schild, hinter dem man sich verstecken kann. Und das tut dieser Film. Er ist feige, nichts anderes. Er ist erzkonservativ, weil er einen guten Bürger zeigt, der ein guter Bürger werden soll. Und er hat nichts davon verstanden, wie man mit Filmsprache eigentlich auch Tabubrüche begehen kann. Er ist noch nicht mal in der Nähe davon. Und von daher ist dieser Film eigentlich noch einmal schlimmer als die ernstzunehmenden Avengers-Filme, die ja aktuell auch laufen. Und was noch dazu kommt, selbst wenn man jetzt als Fan sich sagt, das schieben wir alles beiseite, weil die Ironie, die hilft mir ja im Notfall, selbst der Fan muss doch zugestehen, dass dieser Film im Vergleich zum ersten in Gänze repetitiv ist. Alle Witzstrukturen, alle Gags, alle Verweise auf Wolverine oder darauf, dass Ryan Reynolds irgendwann mal Green Lantern gespielt hat, die haben wir im ersten Teil auch schon. Im ersten Teil werden Deadpool die Hände abgeschnitten und wir haben ein Witzchen, der passiert, weil ihm ja diese kleinen Hände dann nachwachsen. Haha, alle haben gelacht. Im zweiten Teil wird dieser Witz einfach nur gesteigert, indem ihm der Unterkörper abgerissen wird und er jetzt Beine nachgewachsen bekommt. Der Witz aber ist immer noch der gleiche. Und wir lachen auch immer noch über den gleichen Witz. Und Hugh Jackman wird immer noch veralbert. Und Ryan Reynolds hat immer noch einen Green Lantern mitgespielt. Das wissen wir alles. Und diese Filme, also selbst aus dieser Perspektive, sind die Drehbuchautoren einfach faul. Sie bedienen das exakt Gleiche und wieder einmal können sie sagen, ja, genau darauf wollten wir ja anspielen, das ist ja der Witz. Deswegen sage ich ja, ist Ironie das Werkzeug der Dummen und vor allem der Faulen. Man müsste sich ja mit der Materie auseinandersetzen. Man müsste sich ja die Frage stellen, für was diese Superheldenfilme oder die Superhelden ihre Präsenz eigentlich stehen. Was könnte man mehr machen, außer diese selbstreferenziellen und auf ihre diegetischen Welten bezogenen Witzchen, die zum Beispiel du und ich sicherlich auch nicht in Gänze verstehen können. Und somit entsteht so eine Art homogene, kleine, exklusive, inkludierte Gruppe, die sich ins Kino begibt, dort darüber lacht und irgendwie in Gänze vergessen hat, dass sie vor allem über sich selbst lachen, was eigentlich am traurigsten ist, wenn sie das mal realisieren. Und sie werden das weiterhin tun, wahrscheinlich machen sie noch einen dritten Teil, wie auch immer. Es wird aber dahingehend nicht besser, es befindet sich in einer Spirale und die Spirale hat sich selbst quasi die eigene Leitplanken gesetzt, indem man sich schon absichert und das war's. Und dann kann der Sinister gerne noch ihre 2D-Print verteilen und sich darüber kaputt lachen, dass sie normalerweise ja 16 Euro in den Kinokassen verlangen für einen ebenso schlechten 3D-Film. Ich finde, das Schlimmste in diesem Film sind wirklich diese ernsthaften Momente. Ja. Weil wäre das eine pure 100%-Verarschung, würde das noch irgendwie, ja. Aber diese Kleinigkeiten, diese ernste Liebesgeschichte, du kannst das den Leuten nicht verkaufen in diesem Kontext, in dieser Umgebung. Eigentlich nicht. Aber er versucht es, denn Geschichten erzählen, das Narrative, die narrative Determinante, die kann man im Hollywood-Kino nicht brechen. Wenn der Film ja nicht diese ernsten Momente hätte, wenn er quasi einfach nur versatzstückartig irgendwelche seltsamen, dummen oder vielleicht auch zufälligerweise witzigen Momente aneinanderreihen würde und auf die narrative Struktur verzichten würde, dann würde er ja offiziell auseinanderfallen. Dann würde das Publikum sich fragen, was da eigentlich passiert. Aber das wäre doch mal der Gag. Lassen wir doch Deadpool mal nach 20 Minuten den Film reißen und uns stattdessen, weiß ich nicht, verwesene Tierleichenkadaver zeigen. Den Rest des Films. Das wäre provokanter als das, was sie dort machen. Dann könnte man ja quasi schon anfangen, sich die Frage zu stellen, was wir eigentlich an sich im Kino machen, während wir den Leichen, beim Verwesen zuschauen. Aber das ist ja viel zu viel. Da steckt ja viel zu viel Geld drin. Da würde das Publikum ja fernbleiben, wenn sie nicht genau das bekommen, was sie erwarten. Und sie schreiben sich selbst auf die Fahne, dass sie etwas anderes uns anbieten würden. Aber es ist genau das Gleiche wie eh und je. Und das ist in dem Fall perfekte Kulturindustrie, weil sie hat sich von allen Seiten abgeschottet und kann alle Kanäle bedienen. Das Ernste, das Lustige, das Parodistische. Das ist schrecklich. Es ist ein Totalitarismus ohne Gleichen, sondergleichen. Da gibt es auch kein Durchkommen aktuell.